Was passiert eigentlich, wenn man Booster öffnen möchte, die schon älter als 8 Jahre sind? Diese Frage habe ich mir jedenfalls gestellt und habe mir gedacht, naja, wenn man hier mal so in den Shop reinguckt und bei den Erweiterungen, dann geht es ja halt eben nur bis Schwert und Schild. Und ich habe halt hier 4 Codekarten, die noch 8 Jahre oder auch älter sind. Und deswegen dachte ich mir, wir testen das einfach mal. Ich versuche sie einzulösen. Es sind 3 X und Y Steam Siege Booster und einmal einen X und Y Evolutions Booster. Fangen wir an mit den Steam Siege. Ich bin wirklich gespannt, ob es funktioniert. Und wenn nicht, dann, tja, dann wird das hier leider ein sehr kurzweiliges Video. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber wir müssen es einfach gemeinsam testen hier, ne? Das kann ja wohl nicht angehen. So, ich bin gespannt. Was macht er daraus? Was macht er daraus? Guck mal hier, er weiß noch nicht so genau. Er weiß, das ist ein Code anscheinend. Das gibt's ja gar nicht. Guck mal. Der hat die Karten. Das gibt's ja gar nicht. Komm, dann machen wir weiter hier. U2, C4P. Machen wir ganz schnell hier. Na. So, das heißt, der hat wirklich... Also ihr seht schon, der braucht ein bisschen, um das zu schnallen und um das umzuwandeln. Aber tatsächlich hat er ja eigentlich gar nicht die Möglichkeit, mir die Steam Siege Erweiterung anzuzeigen. Na? Ist da irgendwas falsch? Ich guck nochmal. Ich kontrolliere mal nebenbei. Nee. Gut, dann versuchen wir den 3. Steam Siege Booster. Das sind halt eben so Booster, die hat man nicht mal so eben rumliegen, ne? Und deswegen muss man gucken, ob das hier trotzdem funktioniert. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt das hier, mal das Ganze mal auszuprobieren. Manchmal ist es ja eben so, ne, dass man sich einfach Fragen stellt in dem Spiel und man kann sie eben nur beantworten, wenn man das testet. Was natürlich auch sein kann, als ich damals die Steam Siege Booster geöffnet habe in dem Video, dass vielleicht ich die Codekarten aus Versehen gezeigt habe. Oder man sie gesehen hat. Und deswegen jemand anderes sie schon eingelöst hat und deswegen halt eine Boosterpackung nicht zu sehen war, denn der ist nämlich auch anscheinend ungültig. Obwohl ich definitiv den richtig eingetippt habe. Na gut. Okay. Ja, wir gehen hier wenigstens mit einem Booster raus, ne? Gucken wir auf jeden Fall gleich nochmal. Aber ich habe hier noch den Evolutions Booster. Auch den. Den testen wir jetzt. Da bin ich auch wirklich gespannt, ob der funktioniert. Dauert schon wieder ganz schön lange hier. Na? Das wäre natürlich cool. Ein Evolutions Booster, eine Evolutions Packung kostet halt, ich glaube, locker 25 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Und es wäre natürlich cool, hier mal eins zu öffnen. Aber... Nee. Aber ungültig. Das tut mir natürlich leid. Nichtsdestotrotz, eine Dampfkesselpackung haben wir. Die öffnen wir jetzt. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Ich bin wirklich gespannt, was das Spiel jetzt draus macht. Oder ob er einfach sagt, was passiert hier? Ich lösche deinen Account. Irgendwie sowas. Dampfkessel. Ist einfach schöne Übersetzung, ne? Ja, ich meine, gut, Steam Siege, ne? Ja, ergibt schon Sinn, dass man es in Dampfkessel übersetzt. Aber wird er uns diese Packung hier geben? Oh. Code 2 message, a task was cancelled. Das ist natürlich doof. Okay, komm, ihr habt euch hier durchgequält und wollt wenigstens eine Boosterpackung sehen. Ich habe hier noch tatsächlich noch so ein Zenith der Könige rumliegen. Das tun wir uns dann heute hier noch gemeinsam an. Schade. Schade, dass er den Dampfkessel nicht öffnen will. Sag mal, will er jetzt gar nichts mehr von mir öffnen? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich starte das Spiel neu. Also das gibt's ja wohl nicht. Der Code funktioniert nicht, aber ich werde hier nicht das Video beenden, bevor wir nicht einen Booster geöffnet haben. Ne, jetzt haben sich hier manche schon durchgequält, möchte ich es ja schon fast sagen. Denn sollte auch wenigstens mit einem Booster mindestens belohnt werden. Ne? So viel ist es. Ich kann keine Codes mehr öffnen anscheinend. Ich hab tatsächlich mein Spiel kaputt gemacht. Oh mein Gott. Ich habe mein Spiel kaputt gemacht. Oh shit, ich habe mein Spiel kaputt gemacht. Ich werde mal den Rechner neu starten.
Es ist amtlich. Ich kann keine Codekarten mehr eintippen. Ja, dann schaue ich mal, was ich jetzt so in Zukunft mache, ob ich irgendwie einen Support schreibe oder so. Ja, ich kann kein Boosterpack hier mehr öffnen. Ich habe jetzt ungefähr 5 verschiedene ausprobiert, die definitiv ich noch nicht mal in irgendeinem Video aus Versehen hätte zeigen können. Also, schaue ich mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.